Der Sommer ist in Berlin in voller Blüte angekommen. Da möchte man ihn natürlich auch richtig auskosten. Wie? Das zeigen wir euch heute im Kulturcheck Sommer in Berlin Spezial. Wasserkutsche. Hausbootfahren für jedermann. Unterwasseroper. Robbengesänge im Stadtbad Neukölln. Trabifahren. Mit der Rennpappe ins ferne Tegel. Ein Tick anders. Leberwurst, Arschfratze. Ein Film über eine nicht ganz gewöhnliche Krankheit. Kulturcheck. Wenn es in Berlin mal so richtig heiß wird, dann gibt es nichts Schöneres, als sich von Berliner Gewässern erfrischen zu lassen. Falls es aber doch mal einen Sommerschauer geben sollte, dann kann man einfach unter Deck eines Hausbootes gehen und man hat immer noch einen entspannten Abend. Das Schöne daran ist, man wird von den sanften Seewogen einfach davongeschaukelt. Hier in Berlin am Osthafen gibt es jetzt einen Hausbooteverleih, der zu günstigen Preisen Tage- und stundenweise Hausboote vermietet. Und diese sind eigens dafür angefertigt. Hi, ich bin Elisa und ich möchte heute mit euch und den Jungs von Wasserkutsche Hausboot fahren. Jetzt sind wir hier an Bord der Kini zusammen mit den Jungs von Wasserkutsche. Und das ist Franz, hallo. Johannes oder Joe und Jan Rademacher, der Kopf von Wasserkutsche. Erzähl doch mal, was ist denn Wasserkutsche? Das ist ein kleiner Hausbootverleih. Und schön ist, dass es auch Führerscheinfrei ist. Also ist dafür ausgelegt, dass jeder damit fahren kann. Auch die Leute, die keinen Führerschein haben, weil es unter 5 PS, damit unter 5 PS betrieben wird, das Boot. Und wie entsteht so ein Boot? Wir brauchen insgesamt nach etwa 3-4 Monate für ein Boot. Und ja, da wird jedes einzelne Stück zugeschnitten. Das Boot ist komplett aus Holz gebaut. Und das wird dann Stück für Stück wie ein Puzzle, das wir erst selbst zuschneiden, zusammengesetzt. Wir waren auch sogar in der Werkstatt. Im Funkhaus ist es, das alte Rundfunkhaus der DDR. Und da habt ihr eine Halle gemietet und da waren wir auch mal heute. Ja, in der kleinen Wasserkutschenwerft. Gesehen, dass ihr das nächste Schiff-Hausboot schon in Bau habt. Ja, genau. Das wird dann allerdings rot. Rot? Dann, ja. Und Rubinrot. Genau, ja. Das gleiche Modell? Oder? Ja, das ist das gleiche Modell. Mhm. Die haben alle die gleichen Abmaße dann. Ja. 6x2 Meter. Ich denke, dass das schon die Leute anspricht, auch mit einem schönen, mit Liebe gebautem Hausboot unterwegs zu sein. Kann man dann auch gleich mehrere Tage das Hausboot mieten? Das ist sehr zu empfehlen. Besonders, weil man dann auf dem Boot auch übernachten kann. Man kann auf dem Boot kochen. Und sehr schön ein paar Tage hier drauf verbringen. Und mal raus aus dem Alltag, rein in die Berliner Wasserwelt. Mal sehen, wie die Boote die Saison überstehen. Wenn dann das Boot hier mit führerscheinfreien Chaoten auf der Spree unterwegs ist. Musik
Das hat total Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und was ich noch fragen wollte, von wem war eigentlich die Musik, die wir die ganze Zeit gehört haben? Die Musik? Das war Mouse on Boat. Mouse on Mars, genau so heißen sie. Ja, einer unserer Fans, mit dem sind wir auch schon mit der Wasserkutsche unterwegs gewesen. Und dem gefällt es auch total gut, die Sache. Und hat dann für Wasserkutsche ein Stück komponiert. Extra, ja. Klasse, super. Wie heißt der nochmal? Andi Thoma heißt er. Das ist der Chef von Mouse on Mars. Super. Na, wollen wir abtauchen jetzt? Ja. Ja? Ahoi. Tschüss. Ciao. Kulturcheck. Wer lieber abtaucht, statt sich über Wasser zu halten, der wird unseren heutigen Szenencheck besonders lieben. Außerdem zeigen wir euch, wo und wie Gaumenverzücker und Sommerversüßer Eisspeise schon seit 100 Jahren in Berlin hergestellt wird. Die Mezzosopranistin Claudia Herr singt eine Oper. Doch nicht in einem Theater oder Opernhaus. Nein, Spielort für diese Aufführung ist das Stadtbad Neukölln. Aquaria Palaoa ist eine Unterwasseroper. Ich war fasziniert von diesem Jugendstilbad. Das sah einfach aus wie eine Oper. Und dann als ehemalige Leistungsschwimmerin dachte ich, mit Wasser, wo das eine Oper, die bis zum Parkett mit Wasser gefüllt ist, da muss man einfach im Wasser singen, irgendwas machen. Geht's nicht auch unter Wasser? Es geht. Und zwar mit Hilfe von Hydrofonen, Unterwassermikrofone, die den Gesang nach außen übertragen. Entscheidende Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Idee bekommt Claudia Herr vom Alfred-Wegener-Institut. Genauer gesagt von der Palaoa Horchstation, einem akustischen Observatorium in der Antarktis. Der von der Horchstation im Südpolarmeer aufgezeichnete Unterwassergesang von Weddelrobben gibt Inspiration für die Handlung der Oper und beeinflusst auch die Arbeit der Komponistin. Ebenso wie viele weitere Faktoren. War jetzt nicht weniger eine Inspiration, sondern vielmehr eine Suche von mir, was man mit diesen Elementen eben machen kann. Aus diesem Unterwassergesang, aus dem Gesang über Wasser, aus dem Wasser an sich, also was ja auch vorhanden ist, was ja auch Geräusche macht. Also sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und da eben versuchen, etwas zu finden, was da möglich ist. Entstanden ist eine Oper, die man so sicher noch nie gesehen und gehört hat. Das Gefühl, unter Wasser zu singen, ist etwas ganz, ganz Einmaliges. Ist einfach unglaublich schön, das zu erleben. Was wäre der Sommer ohne einen leckeren Eisbecher? Aber woraus besteht Eis eigentlich? Und wie wird es hergestellt? Die Berliner Eismanufaktur Florida Eis macht seit über 80 Jahren Eis. Und zwar in Handarbeit. Die Mandeln werden frisch gebrannt, die Schokostückchen selbst geschnitten, die Vanille von Hand aus den Schoten gekratzt. Und das ist Christine Büsselberg. Christine ist Produktionsleiterin bei Florida Eis und erklärt uns heute, wie ein leckeres Vanilleeis gemacht wird. Das ist jetzt die Station, wo die Zutaten fürs Eis abgewogen werden. Ja? Der Kollege wiegt jetzt, das Eis besteht ja aus Milch und Zucker und Eigelb. Butter gehört natürlich auch dazu für den Geschmack. Als erstes also Eigelb, Zucker, Butter und Milchpulver wiegen. Aber fehlt da nicht noch was? Um ein schönes Vanilleeis zu machen, gehören natürlich Vanilleschoten dazu. Das ist das Wichtigste am Vanilleeis. Und die werden jetzt hier geschnitten und das Vanillemark wird entfernt und das kommt dann mit ins Eis. Nun haben wir alle Zutaten. Und als nächstes? So, das Eis muss ja gekocht werden. Und dafür haben wir große Apparate, die nennen sich Pasteurisierer. Und da kommen jetzt die Zutaten rein. Okay, also alle Zutaten in den Pasteurisierer geben, schön durchrühren und Deckel zu.
Aber warum muss Eis denn gekocht werden? Pasteurisieren bedeutet, dass das Eis keimfrei gemacht wird. Es wird also auf 85 Grad hochgekocht, da sind die Keime abgetötet und dann in kürzester Zeit wieder runtergekühlt werden müssen. Und dann muss das Eis sofort gefroren werden, damit ja nichts passiert, weil Eis ist ein Risikolebensmittel. Das ist der ideale Nährboden für Bakterien und das darf nicht sein, das wollen wir ja alle nicht. Wir wollen es ja genießen. Nachdem die Masse pasteurisiert ist, wird sie in einen Lagertank umgepumpt. Anschließend geht es von da aus in die Eismaschine. Jetzt stehen wir hier an der eigentlichen Eismaschine und vorne kommt das leicht gefrorene Eis raus. Es ist noch nicht tiefgefroren. Es ist so, dass es noch zu portionieren ist und dass noch Zutaten zugegeben werden können, wie Nüsse, Rosinen, Mandeln oder Früchte. Hier haben wir jetzt unser fertiges Vanilleeis, was von dem Kollegen in Töpfe abgefüllt wird. Und dann kommt es in die Zelle, damit es gleich eingefroren werden kann. Und ab damit. Jetzt sind wir in der Tiefkühlzelle. Das ist hier sozusagen unser Allerheiligstes. Hier lagern alle Sorten vom Florida Eiscafé. Wir haben jetzt 54 Sorten Eis. Und die werden hier gelagert. Schön kalt. Und hier lagert nun auch unser Vanilleeis. Bis es in den Verkauf geht, zu einem leckeren Eisbecher verarbeitet wird und schließlich im Mund landet. Niemand will tun, was wir nicht tun. Soul ist in Berlin zu Hause. Die gebürtige Hauptstädterin Joy Denalani meldet sich mit einem neuen Album zurück. Und bereits der Titel verrät, dass es ein ganz persönliches ist. Kann Zeit aus Geld gemacht sein und wir uns Zeit erkaufen. Der Tag, an dem dieser Titel klar war, dann habe ich irgendwie bestimmte Leute angerufen und auch mit einem bestimmten Selbstbewusstsein gesagt, das heißt Maureen. Meine Platte heißt Maureen, so wie ich auch Maureen heiße. Und alle haben gesagt, ja, natürlich, ist doch klar, Logo. Das heißt sie Maureen. Doch ein Funke macht kein Feuer, so wie ein Tropfen schnell versiegt. Gefühle drückt sie wegen ihrer südafrikanischen Wurzeln oft auf Englisch aus. Bei Maureen ist das anders. Ich habe ja angefangen, diese Platte zu schreiben, und zwar mit englischen Texten. Naja, und dann ging es irgendwann darum, ein Experiment zu machen. Wie ist es eigentlich, wenn ich jetzt was aufnehme auf Deutsch? Klappt das überhaupt? Kann ich was übersetzen oder nicht? Und auf diesen Versuch habe ich mich eingelassen. Und das hat funktioniert. Und dann sind wir immer weitergegangen. Und dann hat sich irgendwann rauskristallisiert, aha, es gibt ja eine deutsche Platte, wenn du so weitermachst. Und dann bin ich auch dabei geblieben. Unterstützt wird Joy von ihrem Lebensgefährten Max Herre, der zusammen mit anderen als Kahidi das Album produziert hat. Musikalisch sind sie meist einer Meinung. Es spielt mit ganz vielen Hörgewohnheiten, aber es klingt nicht wie eine andere Platte. So, und das war uns als Kahidi wichtig, war aber Joy auch für die gesamte Platte wichtig. Und ich denke, das hat sie gut hinbekommen mit Maureen. Seit der Veröffentlichung ihres letzten Albums Born and Raised ist einiges passiert. Es wird nie mehr, was es war. Vor allem in Joys Privatleben. Wenn die Nächte lang waren, scheint dir der Morgen hell. Scheint auf das, was dir so lang verborgen blieb. In den letzten 4 Jahren, das kann man eigentlich relativ gut beim Namen nennen, dieses Kind, habe ich mich getrennt von meinem Mann. Das ist der Max. Für die, die es nicht wissen, Max Herre. Und wir sind wieder zusammen. Also, und alles, was dazwischen ist, das, finde ich, reflektiert diese Platte. Maureen ist Joy Denalani. Ich bin nicht mehr, wer ich war. Was ihr noch alles tun könnt, um einen perfekten Sommer zu erleben, das zeigen wir euch gleich nach der Werbung. Trabi fahren. Mit der Rennpappe ins ferne Tegel. Ein Tick anders. Leberwurst, Arschfotze. Ein Film über eine nicht ganz gewöhnliche Krankheit. Kulturcheck.
mit dem Trabi in Berlin unterwegs, an einem warmen Sommertag, dem Kalten Krieg auf der Spur sein. So oder so ähnlich fühlt es sich an, mit dem Trabi im ehemaligen amerikanischen Sektor unterwegs zu sein. Wir haben dem Ganzen noch ein i-Tüpfelchen aufgesetzt und sind zum Knutschen ins Autokino gefahren. Ein Roadtrip durch Berlin. Hallo ihr Lieben. Nachdem wir euch ja die letzten Male schon gezeigt haben, was man hier in Berlin alles Tolles unternehmen kann, zeigen wir euch heute mal, was man im Sommer auch etwas weiter außerhalb, nämlich zum Beispiel in Tegel, alles Tolles unternehmen kann. Und um dahin zu kommen, nehmen wir heute mal nicht die BVG, sondern, hört, hört, einen Trabi. Jawohl, und der steht da. Direkt neben dem Brandenburger Tor mieten wir uns einen der legendären DDR-Flitzer und bekommen gleich noch eine Fahrstunde dazu. Pass auf, dann fangen wir hiermit an. Das ist der Benzinhahn. Okay. Spitze nach rechts, wie er jetzt ist, Z wie zu. Ja. Spitze nach unten, A wie auf. Ja. Und Spitze nach links, R wie Reserve. Alles klar. Ja, Reserve wirst du nicht brauchen. Wenn du fährst, unbedingt auf A, sonst geht der aus. Ja. Und beim Parken wieder zu, sonst läuft der aus. Okay. Wichtig ist, dass ihr nicht mit angezogener Handbremse fahrt. Dürft ihr nicht vergessen, weil die im Tacho nicht angezeigt wird, im normalen Auto. Das Auto würde auch mit Handbremse fahren. Gut, dann zum Wichtigsten, die Gänge. Also, wenn du den nach vorne und nach hinten bewegen kannst, hast du einen Leerlauf. Ja? Drückst du den rein, kommt eine Sperre, geht nicht weiter. Und runter, erster Gang. Hoch in Leerlauf und noch ein hoch. Zweiter, runter in Leerlauf, raus, runter, dritter, okay. Leerlauf, vierter. Okay. Eigentlich ganz einfach. Der Blinker geht nicht automatisch zurück, musst du selber machen. Okay, okay, nicht vergessen, nach vorne drücken, Hupe, ja, ranziehen, Lichthupe. Und das Wichtigste zum Schluss, nicht vergessen, der bremst nicht wie dein Auto. Ja. Kein Bremskraftverstärker, Trommelbremse, kräftiger rauftreten, mehr Abstand lassen. Dann kann's ja losgehen. Und weil der Fahrspaß in den unverwüstlichen Rennpappen ungebrochen ist, trägt es Jan und Carla weit hinaus, nach Tegel. Wir haben gehört, es gibt hier gutes Eis. Angelo Del Gelato rühmt sich damit, das beste Eis des Stadtteils anzubieten. Wir prüfen, ob das auch stimmt. Wir haben im Sommer, im Hochsommer haben wir bis zu 38, maximal 40 Eissorten. Wir machen das alles selber. Die Highlights sind Cookies, Limette, Mascarpone. Das hat recht wenig Eisdielen in Berlin, Mascarpone. Oder Eierlikör. Guten Appetit. Als würde man in Schokolade baden. Ja, richtig schokoladig. Richtig, also sonst bestellt man ja oft Schokolade und es ist gar keine Schokolade. Aber hier wirklich, man bestellt Schokolade und es ist eigentlich mehr als Schokolade. Ja. Es war richtig schokoladig. Weil wir schon mal hier sind, prüfen wir gleich ein weiteres Gerücht. Am Flughafen Tegel soll es die frischesten Burger der Stadt geben. Das Besondere an unseren Burgern ist, dass wir frisches Fleisch verwenden, was wir von unserem Partnerlieferanten nach unseren Vorgaben geliefert bekommen, von Rindern, die in Thüringen auf der Weide stehen. Und wir bereiten es hier frisch zu, geben es hier erst durch den Fleischwolf und dann von dort direkt auf den Grill. Danger Mouse, Power Hunt. He's the fastest, he's the greatest, he's the best. Danger Mouse, Danger Mouse, Danger Mouse. Das ist der Testburger, muss ich sagen. Gut abgefrühstückt fehlt nur noch eines zu unserem All-American Trabi Day. Der Besuch im Autokino. Na, 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 Vicky. Hey. Hallo, willkommen im Autokino. Ich habe gehört, ihr habt kein Radio dabei in eurem Auto. Wir haben tatsächlich, wir sind mit dem Trabi da. Und der ist tatsächlich kein Autoradio drin, sondern nur Aschenbecher. Deswegen. Damit ihr euren Filmton genießen könnt, haben wir für euch extra ein kleines Duschradio. Das ist unsere private Frequenz, die haben wir extra für unsere Besucher gemietet. Und dann bekommen die den Ton direkt über die Frequenz ins Autoradio übermittelt. Wir sind das einzige Autokino in Berlin und Brandenburg.
Und betreiben das jetzt in der dritten Saison. Für Leute, die zum Beispiel ganz ohne Auto kommen, mit Fahrrad oder Moped, haben wir die Möglichkeit, hier draußen eine Anlage aufzustellen, Stühle mit rauszugeben, dass halt auch Leute ohne fahrbaren Untersatz herkommen können und den Film anschauen können. Welchen Film ihr euch als Verfeinerung eures perfekten Sommertages in Berlin unter freiem Himmel anschauen könnt, das zeigen wir euch jetzt in unserem Kinocheck. Das bin ich. Ich bin Eva. Und zuerst muss ich mal was erklären. Frankreich, 1800 irgendwas. Das Unterschloss, das hat ja auch einen See, einen wunderbaren See, kann ich euch sagen. Das ist Madame de Dampierre. Sie war Gräfin oder Baronin oder sowas und hatte die gleiche Krankheit wie ich. Schwein! Deshalb verließ sie nie ihr Schloss. Das ist Gilles de la Tourette. Er war der Arzt von Madame de Dampierre und der Erste, der ihre Ticks und ihr behindertes Geschrei überhaupt als Krankheit erkannte. Schwein! Obwohl auch er sie nicht heilen konnte, bekam das Kind jetzt wenigstens einen Namen. Schwein! Tourette nannte die Krankheit uneitel und völlig selbstlos. Das Tourette-Syndrom. Kinderficker! Die 17-jährige Eva ist einen Tick anders. Womit sie sich in ihrer gewohnten Umgebung nicht sehr von anderen unterscheidet. Vor allem nicht von ihrer Familie. Onkel Bernie. Ein leidenschaftlicher Gitarrist, der schon ewig versucht, sein Hobby zum Beruf zu machen. Künstlername Johnny Ladendieb. Mein Papa. Das Gegenteil von seinem Bruder Bernie. Zum Beispiel hat Papa einen festen Job. Verkauft irgendwelche Autos. Meine Mama. Sie gibt unser Geld aus und backt Kuchen für die Tourette-Selbsthilfegruppe. Und natürlich Oma. Sie hat das Talent, immer genau das Richtige zu sagen. Bei mir darfst du alles kaputt machen. Alles. Eva fühlt sich geborgen. Als der Vater jedoch unerwartet einen Job in Berlin annimmt, ich muss zur Arbeit. Und der Umzug droht, warten neue Herausforderungen auf sie. Eva. Hallo Papa. Nutte. Also wir haben hier schon überdurchschnittlich viele Behinderte. Also mehr als wir müssen, wir machen das ja auch freiwillig. Feuer! Also das sind bestimmt einer, aber der ist auch blind, also nicht geistig behindert. Dazu sind wir auch überhaupt nicht verpflichtet, verstehen Sie? Nein. Die andere Bewerberin ist auch schon behindert, leider ganz, also überall, ist praktisch tot. Nummer 118. Strumpf Eva, 17 Jahre. Sind Sie das? Ja, Leberwurst, Arschfotze. Und Sie? Ihr Arzt? Ich bin der Manager und Ihr Onkel. Regisseur Andy Rogenhagen erzählt von dem Umgang mit Herausforderungen unter besonderen Umständen. Ein Tick anders ist eine zartfühlende Komödie über ein junges Mädchen, ihre schrullige Familie, eine verrückte Krankheit und den Mut, einen Tick anders zu sein. Da wir vom Kulturcheck auch ausfliegen, um den Sommer in voller Blüte zu erleben, sehen wir uns erst wieder Anfang August. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.